Die Geschichte, die ich euch heute erzähle, Geschichte. Und sie spielt in einem Internat. Ich hoffe, ihr wisst, was ein Internat ist. Ein Internat ist eine Art Wohnschule. Die Jungs wohnen darin. Sie essen in einem großen Speisesaal an langen Tischen, die sie selber decken müssen, in großen Schlafsälen. Frühmorgens kommt der Hausmeister und zerrt an einer Glocke, die furchtbar lärmend läutet. Und ein paar Primaner sind Schlafsaalinspektoren. Sie passen wie Schießhunde auf, dass die anderen blitzartig aus den Betten springen. Die Schüler wohnen in entlegenen Städten oder auf dem Lande, wo es keine höheren Schulen gibt. Und die Kinder kommen bloß in den Ferien zu Besuch. Dann gibt es noch sogenannte Externe. Die sind aus derselben Stadt, in der sich das Gymnasium befindet. Und sie wohnen, sondern zu Hause. Wie gesagt, es war kurz vor Weihnachten. Die Primaner hatten gerade mit ihrem Tanzkurs begonnen und die Schüler der Tertia übten in der Turnhalle das Weihnachtsstück mit dem Das fliegende Klassenzimmer. Das Stück stammte von dem Tertianer Johnny Trotz und war gewissermaßen eine fast prophetische Leistung. Es beschrieb nämlich den Schulbetrieb, wie er in Zukunft vielleicht wirklich stattfinden wird. Fährt samt seiner Klasse im Flugzeug los, um den Geografieunterricht jeweils an Ort und Stelle abzuhalten. Im ersten Akt startet das fliegende Klassenzimmer. Im zweiten Akt landet es am Kraterrand des Vesuvs, geht es bei den Pyramiden von Gizeh nieder. Im vierten Akt befindet es sich am Nordpol und im fünften und letzten Akt kommt es durch ein Versehen des Studienrates und weil das Höhensteuer versagt, in den Himmel. Heute wurde geprobt. Petrus, dargestellt von dem Tertianer Matthias Selbmann, saß auf einem Stuhl vor einem gemalten Lichterbaum. Er blickte erstaunt auf seine Besucher, kraulte sich seinen weißen Umhängebart und sagte mit seiner Bassstimme: Der Himmel ist für euresgleichen, ja doch nur Schwächen. Ihr fliegt herauf in Apparaten, ihr blickt herein durchs Okular. Doch glaubt es mir, trotz solcher Taten bleibt euch der Himmel unsichtbar. Er ist für euch verbaut mit Mauern. Ihr seht nur mich, sonst seid ihr blind. Das ist aufs Tiefste. Wir wollen nicht darüber trauern, sondern so bleiben, wie wir sind. Den Himmel, wie er ist, sehen nur die Toten. Darf ich von Ihnen ein paar Fotos machen? Fotografieren ist hier streng verboten. Wir haben keinen Sinn für solche Sachen. Forscht, wo ihr was zum Forschen findet. Das Unergründete. Stimmt, so geht's weiter. Nachher kann das jeder sagen. Keine Angst, ich kann meine Rolle. Warum sagst du es dann nicht? Ich hab Hunger, das schlägt bei mir immer aufs Gedächtnis. Möcht wissen, wann du mal keinen Hunger hast, Mats. Also proben wir oder essen wir? Los, weiter! Fang noch mal da an, wo du stehst. Forscht, wo ihr was zum Forschen. Los! Forscht, wo ihr was zum Forschen findet. Das Unerforschbare lasst unergründet. Wir kennen euch, ihr seid entrüstet, wenn euch etwas verboten ist. Ihr tut, als ob ihr alles wüsstet, obwohl ihr noch viel. Ruhe! Bei dem Lärm kann ja kein Mensch proben. Wer ist denn da? Ich. Du? Fridolin? Mensch, du blutest ja. Ja, wisst ihr, was passiert ja, ist? Woher sollen wir denn das wissen, Fridolin? Was soll schon los sein, wenn Externer nach dem Unterricht wieder in die Schule kommen, noch so verprügelt aussieht wie du, dann. Sebastian! Also, der Reihe nach, was ist passiert? Also, die Realschüler haben mich und den Kreuzkamm auf dem Nachhauseweg überfallen. Was? Den Kreuzkamm haben sie gefangen genommen. Und die Diktathefte, die wir seinem Alten zum Korrigieren bringen sollten, haben sie auch. Na, die können sie behalten. Wie ist es? Sind wir genug? Natürlich! Klar! Na, Zaun, die Schrebergarten. Aber ein bisschen plötzlich. Ja. Wir sammeln uns beim Nichtrauchen. Ihr habt den schönen Theodor vergessen. Wieso? Der hat heute Gartenwache. Ach, lass uns mit deinen Primanern zufrieden, du Angsthase. Die haben jetzt was Besseres vor. Die gehen mit ihrem Mädchen tanzen. Dann kannst du ja hier bleiben, Kleiner. Du bist ja wohl verrückt. Da rasten aus der Turnhalle. Sie schlichen durch den Park, erkletterten den Zaun und schwangen sich hinüber in die Schrebergärten. Martin Thaler, der Primus, Johnny Trotz, Sebastian Frank, Matthias Selbmann, der kleine Uli von Simmern und Fridolin, der verwundeten Eltern in der Stadt wohnte. Hintereinander traten sie durch das Tor in den kahlen, verschneiten Garten des Nichtrauchers. Den Nichtraucher, so nannten sie einen Mann, dessen wirklichen Namen sie nicht kannten. Sie nannten ihn nicht den Nichtraucher, weil er nicht geraucht, sogar sehr viel. Den Namen trug er, weil in seinem Schrebergarten ein ausrangierter Eisenbahnwaggon stand, in dem er Sommer und Winter wohnte. Und dieser Waggon enthielt lauter Nichtraucherabteile zweiter Klasse. Martin klopfte höflich an.
Dann verschwand mein Waggon, bis auf Matthias und Uli, die draußen Wache hielten. Schätze, da ist mal wieder was fällig. Vor allem müssen wir die Diktathefte wiederkriegen. Bloß nicht. Ich habe das dunkle Gefühl, als hätte ich furchtbar Mist zusammengeschmiert. Schreibt man Profins mit T? Nee, nur mit Z. Und Profiant mit F? Nee, mit V. Na und hinten? Mit T. Teufel, Teufel, in zwei Wörtern drei Fehler. Ich würde gern mit dir tauschen, Mats. Wie meinst du das? Ich mache zwar nicht so viele Fehler im Diktat, aber ich hätte furchtbar gern deine schlechten Zensuren, wenn ich außerdem deine Courage hätte. Kompletter Quatsch. An meiner Dummheit ist nichts zu rütteln. Er kann mir mein Alter Nachhilfestunden geben lassen, so viel er will. Es ist mir offen gestanden auch ganz egal, wie man Provinz und Profiant und Karussell schreiben muss. Mal Boxweltmeister und da brauche ich keine Orthographie. Aber dass du ein Angsthase bist, das kannst du doch ändern, wenn du willst. Hast du eine Ahnung? Was ich schon alles angestellt habe, geht auf keine Kuhhaut. Ja, du müsstest eben mal was tun, was ihnen Respekt einjagt. Ja, was ganz Tolles, dass sie denken, Uli ist doch ein verflixter Kerl. Nein, den haben wir uns getäuscht. Was hältst du davon? Ich bin ein Windschneider. Kein Wunder. Du isst zu wenig und Heimweh hast du auch. Nur manchmal, abends oben im Schlafsaal, wenn sie drüben in der Infanteriekaserne den Zapfenstreich blasen. Na, knurrt Magen. Ich hab dir doch erst vorhin Geld für Waffenbruch gegeben. Na, ob du es glaubst oder nicht, ich hab schon wieder Hunger. Heute früh beim Diktat übrigens auch. Und dabei soll man überlegen, ob sich so blöde Wörter mit TZ oder mit V schreiben. Also, wenn du mich fragst, die Realschüler sollen uns den Kreuzkamm rausbehalten. Inzwischen saßen die vier anderen Jungen im Innern des Eisenbahnwagens auf den abgewetzten Plüschpolstern ihrem Freund, dem Nichtraucher, gegenüber. Der Nichtraucher war noch gar nicht alt. 35 Jahre vielleicht. Abends zog er immer und ging in die Stadt hinunter. Er hatte ihnen erzählt, er gebe Klavierunterricht. Das glaubten sie aber nicht. Rudi Kreuzkamm, der ja extern war und viel in der Stadt rumkam, hatte behauptet, der Nichtraucher spiele abends bis in die Nacht hinein Kneipe zum letzten Knochen Klavier. Und er kriege 1,50 Mark dafür und ein warmes Abendbrot. Ob es stimmte oder nicht, für sie stand fest, dass der Nichtraucher ein feiner Kerl war und wahrscheinlich viel Unglück im Leben gehabt hatte. Er sah nicht aus, als ein Ziel gewesen sei, in verrauchten Kneipen Schlager runterzudreschen. Schon oft hatten sich die Tertianer heimlich Rat bei ihm geholt, vor allem dann, wenn sie ihren Hauslehrer nicht fragen wollten. Dr. Böck hieß mit seinem Spitznamen Deutsch der Gerechte, denn Dr. Böck war gerecht. Gerade deswegen verehrten sie ihn so. Aber manchmal brauchten sie Ratschläge in Fällen, wo Recht und Unrecht schwer voneinander zu trennen waren. Dann trauten sie sich nicht, sondern kletterten über den Zaun, um den Nichtraucher zu fragen. Na, Killer, seid mal ruhig. Zunächst möchte ich mal eines wissen. Wieso sind die Realschüler auf den Einfall gekommen, euren Professorensohn gefangen zu nehmen und eure wissenschaftlichen Schriften zu beschlagnahmen? Nichter, los Johnny, erzähle. Der Überfall hat eine lange Vorgeschichte. Na. Dass die Realschüler mit uns verkracht sind, ist gewissermaßen prähistorisch. Ja. Wir haben ihnen im vorigen Monat, als wir Ausgang hatten, auf den Spielwiesen eine Fahne abgejagt und verweigerten die Herausgabe. Der Wunsch beim Justus, der macht uns einen haushohen Krach. Wir verrieten aber nichts. Da drohte er, wenn die Fahne nicht binnen 3 Tagen in den Händen der Realschüler sei, dürfen wir ihn 2 Wochen lang nicht grüßen. Eine kuriose Drohung. Wirkte sie denn? Wie Backpflaumen. Schon fanden die Realschüler ihre Fahne wieder. Sie lag wie aus den Wolken gefallen im Schulhof. Ja, die Sache hatte nur einen Haken. Die Fahne war ein bisschen zerrissen. Ein bisschen sehr zerrissen. Na, und nun werden sie sich an den Diktatheften rächend betätigen wollen. Na, dann zieht man in euren Prähistorie. Vielleicht komme ich aufs Schlachtfeld, in die Förstereistraße und verbinde die Verwundeten. Ich muss mich nur noch rasch umziehen. Euer Justus, der gefällt mir übrigens immer besser. Ja, der Dr. Böck, der ist großartig. Wie heißt euer Justus? Dr. Johann Böck. Kennen Sie ihn? Ich kannte früher mal jemanden, der so ähnlich hieß. Na, nur macht, dass ihr auf den Kriegspfad kommt, ihr Hottentotten. Wir werden siegen. Reisern! Die 6 Jungen trabten stadtwärts. Es schneite noch immer. Vor den Eden, Marossaplatz, standen ein paar externe Quartaner. Sie wollten ins Kino gehen und warteten darauf, dass geöffnet wurde. Martin befahl ihnen, in einer Viertelstunde in der Vorwerkstraße an der Ecke der Förstereistraße zu sein. Sie brauchten auf alle Fälle Verstärkung gegenüber den Realschülern. Zum Schluss wurde Sebastian Frank
als Parlamentär zu Egerland, dem Anführer der Realschüler, geschickt. Er sollte zugleich auskundschaften, wo Rudi Kreuzkamm gefangen gehalten wurde. Guten Tag, Frau Egerland. Ich gehe mit Ihrem Sohn in dieselbe Klasse. Kann ich ihn mal sprechen? Ja, das ist ja heute wie im Taubenschlag. Was ist denn mit euch Brüdern los? Einer holt den Kellerschlüssel, um seinen Rodelschlitten einzustellen. Der zweite braucht dringend eine Wäscheleine und die übrigen kommen in die Wohnung und machen mir den Teppich dreckig. Ja, da drin in seinem Zimmer. Ach, ich vergesse. Haben Sie den Kellerschlüssel schon wiedergekriegt? Du willst wohl auch einen Schlitten einstellen, was? Nein, nicht unbedingt nötig, liebe Frau Egerland. Also, da drin ist... Na ja, geh nur rein. Was? Ein Gymnastiker? In unserer Wohnung? Ich bin gewissermaßen ein reitender Bote. Ich bin ein Parlamentär und bitte das zu berücksichtigen. Dann bind dir wenigstens ein weißes Taschentuch um Arm. Sonst geht's da dreckig, wenn dich meine Leute erwischen. Du glaubst doch nicht etwa, ich habe Angst? Sag. Wir ersuchen euch um die Herausgabe des Gymnasiasten Rudi Kreuzkamm und der Diktathefte. Was bietet ihr dafür? Nichts. Unsere Leute sind im Anmarsch und werden sich den Gefangenen willig herausgeben. Erst müsst ihr wissen, wo er ist. Und dann müsst ihr ihn befreien. Das sind viele Sachen, die viel Zeit kosten, mein Lieber. Ich bin nicht dein Lieber. Verstanden? Außerdem erlaube ich mir den Hinweis, dass ihr mit Rudi Kreuzkamm nicht das geringste anfangen. Könnt ihr ihn etwa tagelang versteckt halten? Das könnte sehr unangenehm werden für euch. Also, welche Bedingungen stellt ihr? Um es gleich zu sagen, die Bedingungen der Realschüler waren unannehmbar. Sebastian ging selig und verließ eiligst die Wohnung. Als er zu seinen Leuten zurückkam, waren die Quartaner gerade als Verstärkung eingetroffen. Ungefähr 20 Jungen standen in der Vorwerkstraße, froren an den Zehen und warteten gespannt auf den Parlamentär. Matthias, der es wieder mal nicht abwartete. Was ist los, Sebastian? Was hat der Egerland gesagt? Ja, wir sollen einen Entschuldigungsbrief schreiben wegen der zerrissenen Fahne. Außerdem sollen wir schriftlich um die Herausgabe des Gefangenen und der Hefte bitten. Da lachen ja die Hühner. Los, Kinder, hauen wir sie in die Pfanne. Wo steckt denn der Martin? Hast du, Kleiner? Ach, was Unsinn. Wenn wir bloß wüssten, wo der Kreuzkamm steckt. Also ich glaube, sie haben ihn in Egerlands Keller eingesperrt und gefesselt. Ja? Egerlands alte Dame erzählte sowas Ähnliches. Den Kellerschlüssel hätten sie verlangt und eine Wäscheleine. Also Ring ins Vergnügen. Wartet, da kommt Martin. Los, Vorbürger, die versammeln sich schon im Hof. Ja? Am Ende weißt du auch, wo sie den Kreuzkamm versteckt halten. Ja, du, das weiß ich auch. In Egerlands Keller. Ein paar Realisten bewachen ihn. Wir müssen sofort losschlagen, sonst kommen da drüben immer mehr zusammen. Wir müssen den Hof stürmen und den Keller besetzen. Die eine Hälfte unterdringt von der Straße her ins Haus. Und die andere Hälfte unter meiner Führung macht vom Eckhaus her über die Mauer einen Flankenangriff. Okay, das tut aber, ja. Ja, aber erst ein paar Minuten später. Schnell also, teilt euch ein. Moment mal. Sie da, der Nichtraucher. Kommen Sie als Verstärkung? Nein. Und, was raten Sie uns? Hört mal zu, Jungs. Was ihr da vorhabt, das geht nicht. So. Der Egerland hat 30 Jungen beisammen. Und außerdem wird euer Krieg einen derartigen Krach verursachen, dass das Überfallkommando anrückt. Und dann erfahren es beide Schulen und es gibt Skandal. Also du bist und bleibst ein Angsthase, ja. Uli. Naja, ist doch wahr. Ich habe überhaupt keine Angst. Was raten Sie uns also, Herr Nichtraucher? Seht ihr den Bauplatz da drüben? Na ja. Also pass mal auf. Ihr fordert die Realschüler auf, sich dort mit euch zu treffen. Und dann veranstaltet ihr eine Zweigalle-Verprügelung. Richtig. Ihr und sie stellen je einen Vertreter. Wenn euer Vertreter gewinnt, müssen sie euch den Gefangenen bedingungslos herausgeben. Das ist gut. Und wenn der Realschüler gewinnt? Ach, bist du wahnsinnig? Na, wieso denn? Die Realschüler werden den Wawerker aufstellen. Na und den erledigen. Das heißt, vorher müsste ich allerdings noch was essen. Ein paar Brötchen vielleicht. Na also gut, Mats. Versuchen wir es. Sebastian, bring alle zum Bauplatz. Matthias und ich kommen dann nach. Jo. Also, wenn ihr mich fragt, Martin ist ohne Frage der Ulk von Europa. Er ist fleißig und trotzdem kein Streber. Seit er in der Penne ist, ist er Klassenerster und macht trotzdem jede ernsthafte Keilerei mit. Dabei hat er eine halbe Freistelle und kriegt Stipendien. Aber er lässt sich von niemandem etwas bieten. Weder von den Primanern noch von den Realschülern. Mit dem Zweikampf erklärten sich die Realschüler übrigens einverstanden. Wie Matthias vorausgesagt hatte, wurde Wawerka sein Gegner. Auch sonst traf ein, was er prophezeit hatte. Matthias wurde überlegener Sieger. Aber dann geschah etwas, das keiner erwartet hatte.
Egerland kam und erklärte mit verlegenem Gesicht: Tut mir leid, aber meine Leute wollen euch den Gefangenen nicht ausliefern. Was? Nicht ausliefern? Das haben wir doch vorher genau besprochen. Einfach euer Wort brechen. Ich bin ganz deiner Ansicht. Aber sie verweigern mir den Gehorsam. Ich kann nichts dagegen tun. Tja, Chardieu. Haben die Kerle keinen Anstand im Leibe? Teufel, Teufel, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich aus dem Wawerker Frikassee gemacht. Uli, wie schreibt man Frikassee? Mit zwei S? Zu einem Frikassee verarbeitet. Naja, mir ist die Geschichte entsetzlich peinlich. Ich bin zwar eurer Ansicht, aber ich musste meinen Leuten halten, das seht ihr doch ein. Na natürlich, Egerland. Der Nichtraucher kommt. Bin gespannt, was der dazu sagt. Das hätte ich nicht gedacht, dass es heute solche Strolche unter den Jungen... Es tut mir leid, Martin, dass ich euch den Zweikampf vorgeschlagen habe. Naja, sowas ist natürlich nur unter anständigen Menschen möglich. Da haben Sie recht, mein Herr. Aber das Einzige, was ich als Anführer der Realschüler tun kann, ist, dass ich mich den Gymnasiasten als Geisel zur Verfügung stelle. Fang noch. Bravo, mein Junge. Aber es hat natürlich nicht den geringsten Sinn. Wie viele Jungen sollen denn heute noch eingesperrt werden? Bist ein feiner Kerl, Egerland. Geh zu deinen Leuten und sag ihnen, dass wir in 2 Minuten angreifen. Und das wird übrigens der letzte Kampf zwischen uns sein. Mit wortbrüchigen Kämpfen hier nur. Gut, ich werde es meinen Leuten ausrichten. Ist der Egerland weg? Ja, du Angsthase. Also alles mal herhören. Ja. In 2 Minuten beginnt hier eine Schneeballschlacht. Ihr habt die Schüler hier festzuhalten. Mhm. Ihr dürft sogar ein bisschen zurückweichen, was, Uli? Damit sie euch verfolgen. Sebastian übernimmt das Kommando. Ja, und du, Martin? Matthias, Johnny und ich haben einen kleinen Ausflug vor. Ihr wollt Kreuzkram befreien, was? Ja, raten. Oh, bitte nehmt mich mit. Nein, Uli, das geht. Du musst hier bleiben, Kleiner, und beim Zurückweichen helfen. Na, das kannst du doch so gut. Du, Sebastian, lass den Uli in Ruhe. Oh, ich hab's doch nicht so gemeint. Kopf hoch, Kleiner. Hals und Beinbruch, ihr Lümmels. Ich hoffe, ihr kommt mit dem Kreuzkram zurück. Eisern! Sebastian und diesen bereiteten alles für die Schneeballschlacht vor. Inzwischen rannten Martin, Johnny und Matthias die Vorwerkstraße entlang, verschwanden in dem Eckhaus, liefen in den Hof, setzten über die Mauer und standen vor dem Hofeingang des Hauses, in dem Egerland wohnte. Sie öffneten die Kellertür, liegen unhörbar die glitschigen Stufen hinunter und tasteten sich durch schmale, niedrige Gänge. Ein paar Mal ging's um die Ecke. Dann zupfte Johnny Martin am Rockärmel. Oh. Da vorne sind sie. Im Keller. Sie haben Rudi Kreuzkamp mit Küchenstuhl gebunden. Still, mal hören, was Sie sagen. Sind schon wieder 10 Minuten rum. Mensch, mir tun schon langsam die Hände weh. Oh, Sie gehen im Backpfeifen. Na, warte. Still. Am meisten wundere ich mich, dass ihr euch nicht schämt. Das war der Rudi Kreuzkamp. In spätestens einer Stunde haben, wo ich bin. Das da ist noch eine Portion Backpfeifen vor dir. Alle 10 Minuten 6 Stück. Das gibt in einer Stunde 36. So was nennt man angewandte Mathematik. Vielleicht kommen deine Leute auch eher. Hoffentlich. Da müssen wir dir vorsichtshalber gleich noch ein halbes Dutzend ins Gesicht maßen als Vorschuss. Aber dazu kam es nicht mehr. Bevor der Realschüler das erste Mal ausholen konnte, war Matthias schon neben ihm. Der Realschüler kriegte die Ohrfeige selber und flog krachend in Egerlands Christbaum, der in der Kellerecke stand. Martin hatte dem anderen Realschüler einen Doppel-Nelson am Jungen Hören und Sehen verging und Johnny band den Gefangenen los. Rudi, sag mal, weißt du, wo die Diktathefte sind? Da in der Ecke. Das Einzige, was ich sehe, ist ein Haufen Asche und etwas verkohltes Papier. Und das sollten unsere Diktathefte sein? Sie haben sie vor meinen Augen verbrannt. Uiuiui, das kann ins Auge gehen. Also Kinder, ich stifte eine Urne für die Asche und wir beerdigen unsere Diktathefte beim Nichtraucher im Garten. Beileid, danken, verbeten. Du hör zu, Rudi, du rennst sofort nach Hause. Wenn er sagt, dann sagst du, sie wären in der Penne und ich würde sie ihm morgen früh in der ersten Stunde übergeben, klar? In Ordnung, aber... Weiter erzählst du nichts. Wir fahren nur noch eben schnell die Realschule auf den Bauplatz und dann sausen wir heim. Los, kommt! Die Realschüler fühlten sich schon als Sieger, Matthias und Johnny überraschend in ihrem Rücken auftauchten. Sie rannten über den Platz und schlugen auf die Rücken der weichenden Realschüler los. Manche blieben vor Schreck im Schnee liegen. Wo Matz auftauchte, rissen die Feinde aus. Sie flohen einzeln und in Scharen. Später nach 5 Uhr rannten 5 siegreiche Gymnastiker keuchend bergan. Vor dem Tor der Schule schritt jemand auf und ab und rauchte eine Zigarette. Der schöne Theodor, der Primaner, der sich sehr wichtig vorkam. Wie ein Polizist führte er Martin, Johnny, Matthias, Sebastian und Uli zum Dr. Böck. Um ehrlich zu sein,
Die fünf sahen geradezu gemeingefährlich aus. Matthias hatte ein geschwollenes Auge, Sebastians Hose war überm Knie zerrissen, Ulis Gesicht und Hände sahen vor Frost blaurot aus, Martin hing die Haare wirr ins Gesicht, Ulis Oberlippe blutete. Und der Schnee schmolz von fünf Paar Stiefeln und bildete fünf kleine Pfützen. Wie heißt der einschlägige Artikel der Hausordnung? Uli? Den Schülern des Internats ist es verboten, das Schulgebäude außer mehr verlassen. Gibt es irgendwelche Ausnahmefälle? Matthias? Jawohl, Herr Doktor. Zum Beispiel? Wenn ein Mitglied des Lehrkörpers das Verlassen der Schule anordnet oder gestattet. Welcher der Herren hat euch in die Stadt beurlaubt? Na? Keiner. Auf wessen Erlaubnis seid ihr fortgegangen? Wir sind ohne Erlaubnis abgehauen. Das stimmt nicht ganz. Also, wie war es, Martin? Ich habe den anderen befohlen, mir zu folgen. Ich allein bin... Deine Vorliebe, Verantwortungen zu übernehmen, ist mir bekannt, lieber Martin. Du solltest aber dieses Recht nicht missbrauchen. Er hat es nicht missbraucht. Wir mussten in die Stadt. Ja, warum habt ihr mich, die zuständige Instanz, nicht um Erlaubnis gefragt? Sie hätten der Hausordnung wegen die Erlaubnis verweigert, hätten wir trotzdem in die Stadt rennen müssen. Das wäre noch viel schlimmer gewesen. Was? Ihr hättet meinem strikten Verbot zuwidergehandelt? Jawohl. Leider. Also, warum die Stadt? Wieder mal wegen der Realschüler. Sie haben einen von unseren Externen überfallen. Dieser Externe und die Diktathefte, die Herrn Professor Kreuzkamp zur Korrektur gebracht werden sollten, waren verschwunden. Klar, dass wir hinterher mussten, um den Gefangenen zu befreien. Jawohl. Jawohl. Oder irgendwer verletzt? Niemand. Nur die Diktathefte, die... Ja, was ist mit den Heften? Sie wurden in einem Keller vor den Augen des gefesselten Gefangenen verbrannt. Wir fanden nur noch die Asche vor. So, was soll nun werden? Ich lege morgen früh eine Liste an. Jeder Klassenkamerad nennt mir die Zensuren, die er in den Diktaten seit Michaelis gehabt hat. Dann überreiche ich die Liste zum Unterrichtsbeginn Herrn Professor Kreuzkamp. Ja, ich bezweifle, dass Professor Kreuzkamp damit zufrieden ist, aber ich billige euer Verhalten. Trotzdem bleibt es gesetzwidrig, dass ihr ohne Erlaubnis fortfahrt. Welches Strafmaß ist dir für üblich? Sebastian? Ausgangsentziehung. Tage. Ich könnte allerdings die Begleitumstände berücksichtigen. Als zuverlässige Kameraden musstet ihr in die Stadt. Dann bestünde euer Vergehen nur darin, dass ihr die Erlaubnis einzuholen vergaßt. Also sagen wir, ich entziehe euch jeden Tag nach den Ferien, damit ist der Hausordnung Genüge getan. Nehmt ihr die Strafe an? Ja, oder, Doktor? Und an diesem der Strafe gewidmeten Nachmittag seid ihr fünf hier oben im Turm meine Gäste. Dann machen wir einen Kaffeeklatsch. Steht zwar nicht in der Hausordnung, was dagegen einzuwenden ist. Gibt's Kuchen, Herr Doktor? Ja, das wollen wir stark hoffen. So, dann setzt euch mal da aufs Sofa. Ehe ich euch nämlich hinauswerfe, will ich euch noch eine kleine Geschichte. Es ist ungefähr 20 Jahre her. Damals gab es in diesem Haus auch schon Jungen wie ihr, welche seid, und strenge Primaner und auch einen Hauslehrer. Er wohnte in demselben Zimmer, in dem wir jetzt hier. Von einem der Tertianer, die vor 20 Jahren in euren eisernen Bettstellen schliefen und auf euren Plätzen im Klassenzimmer und im Speisesaal saßen, handelt die Geschichte. Eines Tages wurde die Mutter dieses brachte sie von dem kleinen Heimatort nach Kirchberg ins Krankenhaus, also nicht weit von unserem Internat entfernt. Der Junge war damals sehr aufgeregt. Er hatte keine ruhige Minute. Eines Tages rannte er einfach aus der Schule fort, quer durch die Stadt ins... Dort saß er am Bett der Kranken und versprach, bevor er wegging, morgen wiederzukommen. Aber am Schultor wartete schon ein Primaner auf ihn. Es war einer von denen,
die noch nicht reif genug sind, übertragen wurde, vernünftig und großmütig auszuüben. Er fragte den Jungen, wo er gewesen sei. Der Junge hätte sich eher die Zunge abgebissen, als diesem Menschen erzählt, dass er von seiner kranken Mutter kam. Zur Strafe ins Ausgeherlaubnis für den nächsten Tag. Am nächsten Tag lief der Junge trotzdem davon, denn die Mutter wartete ja auf ihn. Der Primaner hatte bereits dem Hauslehrer gemeldet, dass der Junge wieder fortgelaufen war, obwohl man ihm das Ausgehen verboten hatte. Der Hauslehrer war ein strenger Mann. Er war keiner von denen, denen sich der Junge hätte anvertrauen können. Er schwieg. Und so wurde ihm angekündigt, dass er die Schule 4 Wochen lang nicht verlassen. Aber am nächsten Tag war er wieder fort. Da brachte man ihn, als er zurückkam, zum Direktor. Er bestrafte ihn mit 2 Stunden Karzer. Als sich nun der Direktor am nächsten Tage vom Hausmeister den Karzer aufschließen ließ, um den Jungen zu bis Gebet zu nehmen, da saß ein ganz anderer Junge im Karzer. Das war der Freund des Ausreißers. Er hatte sich einsperren lassen, damit der andere wieder zu seiner Mutter konnte. Ja, das waren 2 Freunde. Sie studierten zusammen, sie wohnten zusammen. Sie trennten sich auch nicht, als der eine von ihnen heiratete. Die Frau, die er geheiratet hatte, bekam ein Kind und das Kind starb und die Frau starb auch. Und am Tage nach dem Begräbnis war der Mann verschwunden. Sein Freund hat nie wieder etwas von ihm gehört. Der Junge aber, dessen Mutter im Krankenhaus gelegen hatte, nahm sich vor, dass er in dieser Schule hier, in der er als Kind, weil er keinem voll vertrauen konnte, später einmal selber Hauslehrer werden wollte. Damit die Jungen einen Menschen hätten, dem sie alles sagen können, was ihr Herz bedrückt. So. Und nun, wie der Junge hieß. Er hieß Johann Böck. Stimmt. Und nun macht, dass ihr rauskommt, ihr Banditen! Die Jungen standen auf, machten eine feierliche Verbeugung und verließen Leipzig. Der schöne Theodor ging gesenkten Kopfes an ihnen vorüber. Er war seitdem nicht mehr wiederzuerkennen. Er war plötzlich der beste Stubenälteste, den man sich wünschen konnte. Die 5 Tertianer waren die Treppe fast ganz hinuntergestiegen, plötzlich stehen blieb. Was sagt ihr dazu? Wisst ihr, wer der Freund ist? Wer? Naja, der im Karzer saß und der am Tag nach dem Begräbnis spurlos verschwunden ist. Ach, keine Ahnung. Na, woher sollen wir das wissen? Wir kennen ihn. Alle. Doch. Was? Von hier. Und er ist heute zusammengezuckt, als er den Namen Böck hörte. Mensch, du hast recht, Johnny. Ja, nun rede schon endlich. Wer ist es? Na, wer ist es? Der Nichtraucher. Schon auf der Treppe kam Martin eine große... Aber er wartete bis nach dem Abendbrot, bevor er in das Zimmer von Johnny ging, um ihm zu erzählen, was er vorhatte. Hoffentlich irren wir uns nicht. Du, stell dir vor, der Nichtraucher und der Justus erklären uns, dass sie einander nie gesehen haben. Ausgeschlossen. In solchen Sachen irre ich mich nie. Außer er ist bestimmt nicht zufällig in seinen Eisenbahnwagen neben unsere Penne gezogen. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Und ob ich recht habe? Menschenskind, werden die sich freuen, was? Ha. Sobald wir bemerken, dass unsere Vermutung stimmt, machen wir uns aus dem Staub. Na klar, du Eisern. Am nächsten Morgen, kurz vor, stand Martin vor der Tür des Klassenzimmers und wartete auf Professor Kreuzkamp. Er hatte die Liste mit den Diktatzensuren in der Hand. Er sah, wie Justus in die Quinta schwenkte. Dann tauchte am Ende des Korridors Professor Kreuzkamp auf. Er kam genau auf Martin los. Guten Morgen, Herr Professor. Guten Morgen, Martin. Ja, Neuigkeiten? Jawohl, Herr Professor. So. Morgen, Tertianer. Morgen, Professor. Setzen. Also, wir schreiben heute ein... Aber Herr, was ist denn? Was gibt's denn, Martin? Ja, die Realschule haben gestern Nachmittag unsere Diktathefte verbrannt. Habt ihr sie darum gebeten? Nein, Herr Professor. Sie haben Rudi gefangen. Was hältst du denn da in der Hand? Na, das, was von den Diktatheften übrig geblieben ist. Ja? Das ist ja kaum wiederzuerkennen. Nein, Herr Professor, das ist die Asche. Ah. Wem habe ich übrigens gestern Mittag die Hefte anvertraut? Mir.
Du warst das, Rudi Kreuzka? Konntest du die Hefte nicht besser verteidigen? Leider nein. Es waren ungefähr 20 Jungs, die den Fridolin und mich überfielen. Bevor sie die Hefte verbrannten, Keller mit einer Wäscheleine gefesselt. Wie lange warst du denn in dem Keller? Bis gegen vier, Vater. Ich spreche mit dir als dein Deutschlehrer. Oh. Jawohl, Herr Professor. Haben denn deine Eltern nichts bemerkt? Nein. Das scheinen ja nette Eltern zu sein. Psst, Ruhe. Sitzt da zu lachen? Haben sie denn nicht dich beim Essen vermisst? Man erzählte ihnen, dass ich bei einem Kameraden eingeladen sei. So. Na, dann richte deinem Vater einen schönen Gruß von mir aus und er solle künftig aufpassen. Rudi Kreuzkamp. Ich werde es meinem Vater bestellen. Ja, und setzen. Herr Professor? Also, ja, was gibt's denn, Martin? Ich habe eine Liste angefertigt, in die ich sämtliche Diktatzensuren eingetragen habe. Das gib mal her. Ich habe nämlich sämtliche Zensuren in meinem Notizbuch stehen. Hoffentlich hat niemand gemogelt. So, und nun schreiben wir ein neues Diktat. Martin, teile die Hefte aus, ja? Von diesem Diktat sprachen. Die Tertianer schwitzten Blut, trotz des Winters und des Schnees. Diesmal wären alle damit einverstanden gewesen, wenn die Realschüler die Diktathefte verbrannt hätten. Oder doch fast alle. Leider nahm Professor Kreuzkamm diesmal die Diktathefte. Wahrscheinlich erschien es ihm sicherer. Doch dann passierte was. In der Pause kletterte Uli, der kleine Uli, aufs Katheder. Ruhe! 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 Ich möchte euch was mitteilen. Ich kann es nicht mehr aushalten, wie ihr mich behandelt. Ihr denkt immer, ich bin ein Feigling. Ihr werdet es ja sehen. Ich fordere euch hiermit auf, heute um 3 auf den Turnplatz zu kommen. Um 3 Uhr. Und vergesst es nicht. Warte. Was willst du denn? Halt, bleib hier. Lass mich gehen. Nachher werdet ihr sehen, auf dem Turnplatz, Punkt 3 Uhr. Vor dem Mittagessen verteilte der Speisesaalpräfekt die Post. Matthias und viele andere erhielten Geldsendungen. Es war das Reisegeld, auf das sie... Martin bekam einen Brief von seiner Mutter und beschloss, ihn später zu öffnen, wenn er allein in seinem Zimmer war. Wahrscheinlich enthielt der Brief das Reisegeld in Gestalt eines 10-Mark-Scheines. Die Heimfahrt kostete genau 8 Mark. Demnach würden noch 2 Mark übrig bleiben für Geschenke. Nach dem Essen versammelte Matthias seine Gläubiger um sich und zahlte ihnen zurück, was sie ihm gepumpt hatten, wenn ihn der Hunger gequält hatte. Danach begab er sich zum Bäcker, um für alle Darsteller des Weihnachtsstückes Kuchen zu holen. Martin und Johnny, was der Saal geleert hatte, dann traten sie an den kleinen Tisch, an dem der Justus saß. Herr Doktor? Ja? Na nu, ihr seht ja so feierlich aus. Was habt ihr denn auf dem Rohre? Herr Doktor, wir wollten Sie bitten, mit uns zu kommen. Wir müssen Ihnen etwas zeigen. So, ihr müsst. Ja. Darf man fragen, worum es sich handelt? Soll eine Überraschung für Sie sein. So eine Überraschung? Naja, dann kommt mal, nicht? Bitte sehr, Doktor. Dankeschön. Wir wollen dann mit Ihnen machen, Herr Doktor. Ein Spaziergang? Ja, Moment mal, da muss ich mir aber erstmal meinen Mantel anziehen. So. Darf ich Ihnen behilflich sein? Ja, vielen Dank, mein Lieber. Bitte sehr. Dankeschön. Ja, dann komm mal. Eine Frage, auch Klavier spielen? Ja, ausgezeichnet sogar. Ja, aber wieso kommst du darauf? Bloß so. Hallo? Da wohnt ja jemand in einem Mannwagen. Ja, der Mann, der in diesem Wagen wohnt, das ist ein Freund von uns. Mhm. Den haben wir fast genauso gern wie Sie. Deswegen wollen wir ja auch, dass Sie ihn kennenlernen. Ach so, das also ist eure Überraschung. Ja.
Ich bin sicher, der Nichtraucher gut wie uns. Nichtraucher? So nennen wir ihn. Wir kennen nämlich seinen Namen nicht. Doch, das wird ja immer geheimnisvoller. Ich werde mal klopfen. Ja. Das ist wohl ein Geheimnis. Das ist unser Signal. Hoffentlich ist er auch zu Hause. Still. Ich höre Schritte. Tag, Jungs. Na, was sehe ich, ihr habt Besuch mitgebracht? Robert! Ja, ist das die Möglichkeit? Robert! Ja. Alter Junge, endlich hab ich dich wieder. Das war das Letzte, was Martin und Johnny hörten. Sie rannten schweigend zwischen den Gärten dahin. Und dann kam die vorletzte Probe zum fliegenden Klassenzimmer. Sie begannen mit einem gigantischen Kuchenessen. Matthias hatte großzügig eingekauft und achtete darauf, dass nichts übrig blieb. Dann übten sie Johnnys Weihnachtsstück. Sie spielten es vom ersten durch, ohne stecken zu bleiben, und waren anschließend sehr zufrieden. Und Matthias meinte stolz: Da habt ihr es, ich hab's euch doch gesagt. Je mehr ich esse, umso besser wird mein Gedächtnis. Ja, lach mal nicht so laut. Hoffentlich klappt es auch morgen Abend. Vor allem dürft ihr kein Lampen. Ihr müsst so tun, als ob wir ganz allein in der Turnhalle wären. Naja, wird schon alles gut gehen. Naja, toi, 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 Jungs. Danke, Johnny. Wo steckt denn eigentlich der Uli? Ja, wo ist denn der Kleine? Weg, wie vom Erdboden verschwunden. Hört mal, wie spät? Bei mir ist gleich 3. Ich habe auch so viel. Mensch, wenn ich nicht irre, hatte der Uli doch um 3 irgendetwas vor. Richtig, du. Stimmt. Uli wollte auf dem Turmplatz irgendwas zeigen. Na, da bin ich aber neugierig. Da müssen wir uns aber jetzt beeilen, sonst kommen wir zu spät. Ja, du, los! Mein Gott, guck mal da oben. Was denn? Da oben auf dem Turnleiter. Das ist doch Uli. Ich möchte wissen, warum er den Regenschirm da in der Hand hält. Sag mal, Uli, bei dir piept. Spannt er ihn auf? Mensch, das sieht ja so aus, als wollte er von da oben runterspringen. Nein. Das sind doch mindestens 8 Meter. Tu es nicht! Uli, bleib oben! Bleib oben! Aber da war es schon zu spät. Uli war bereits abgesprungen. Der Schirm stülpte sich sofort um, musste auf die verschneite Eisfläche hinab. Er schlug dumpf auf und blieb liegen. Die Menge rannte schreiend auseinander. Im nächsten Augenblick waren die 4 Freunde bei dem Verunglückten. Uli lag leichenblass und besinnungslos im Schnee. Johnny rannte ins Haus, um die Krankenschwester des Internats zu holen. Am Zaun kletterte in den Schrebergarten und alarmierte den Nichtraucher. Der war Arzt und konnte helfen. Und der Justus war auch noch bei ihm. Uli hatte sich das rechte Bein gebrochen. Es war ein ganz unkomplizierter Bruch. Außerdem hatte er eine leichte Quetschung am Brustkorb. Ein Gehirnglück nicht festzustellen. Dr. Böck telefonierte mit Ulis Eltern. Und Martin hatte endlich Zeit, den Brief seiner Mutter zu lesen. Während er auf das Geschriebene blickte, war ihm, als hörte er die Stimme seiner Mutter. Mein lieber Gott, das wird wahrhaftig ein trauriger Brief. Und ich weiß nicht, wie ich ihn anfangen soll. Dann denk dir, ich kann dir diesmal die 8 Mark fürs Fahrgeld nicht schicken. Es reicht an keiner Ecke. Und das Vater nicht... Wenn ich dran denke, dass du zu Weihnachten in der Schule bleiben musst, wird mir ganz elend zumute. Ich habe mir den Kopf zerbrochen. Bei Tante Emma war ich auch, aber vergeblich. Vater ist zum früheren Kollegen gegangen. Doch der hatte auch nichts übrig. Es gibt keinen Ausweg, lieber Junge. Du musst diesmal im Internat bleiben. Und wir werden uns vor Ostern nicht wiedersehen. Martin starrte auf den Briefbogen. Die Schrift verschwamm vor seinen Augen. Die Mutter hatte beim Schreiben deutlich die Tinte mal ein paar Mal verwischt. Und da musste auch er weinen. Währenddessen saß Matthias am Bett von Uli. Endlich schlug der Patient die Augen auf. Du, Mätzchen? Wie geht's dir denn? Hat gar nicht wehgetan. Na. Wirklich nicht. Ich wollte in Ferien hierbleiben, aber der Justus hat's verboten. Dank dir schön, Mats. Aber fahr doch nach Hause. Wenn du wiederkommst, bin ich schon fast gesund. Übrigens, meine Eltern fein, nicht? Tut's auch bestimmt nicht mehr weh, Uli? Nicht die Spur. Heiser. Na, dann ist ja gut. Du, Mats? Ja? Was sagen denn die anderen? Die sind einfach platt. Und die haben einen unheimlichen Respekt vor dir gekriegt. Du hast... Angst lässt sich kurieren.
Aber Kleiner, so habe ich doch das gestern nicht gemeint. Das hätte nämlich noch viel schlimmer ablaufen können. Also ich bin bestimmt kein Angsthase. Aber du könntest mir eine Million versprechen. Ich springe nicht von der Leiter runter. Ist das wahr? Bestimmt ich mich in den krummen Hund schimpfen. Du, ich's vergesse. Da auf dem Nachttisch liegt Schokolade. Vom Direx persönlich. Du kannst sie essen. Nö, danke. Ich habe doch keinen Hunger. Mätzchen, ich befehle dir, die Schokolade zu essen. Sonst reg ich mich auf. Und der Nichtraucher hat mir jede auf. Ich esse ja schon. Am Abend ging Dr. Böck in die Stadt hinunter. Der Weg war weit. Das Restaurant zum letzten Knochen lag draußen in der Vorstadt. Der Nichtraucher hatte erzählt, dass er hier Klavier spiele. Das lief fein und die Gäste sahen ziemlich verwegen aus. Der Nichtraucher saß an einem verstimmten Klavier und spielte einen Schlager nach dem anderen. Dr. Böck setzte sich an einen kleinen Tisch, bestellte ein Glas Bier und zündete sich eine Zigarre an. Hatte ihn bemerkt und nickte ihm zu. In der großen Pause kam der Nichtraucher an Böcks Tisch. Der Kellner brachte ihm ein deutsches Beefsteak mit Bratkartoffeln und ein kleines Bier. Nichtraucher lächelte und sagte: Das warme Abendbrot. Tja, guten Appetit. Danke. Hör mal, Robert. Nimm es nicht übel, aber es ist doch kein Beruf. Was willst du, Johann? Ich fühle mich in meinem albernen Eisenbahnwagen restlos zufrieden. Ich habe alles, was ich brauche. Pass mal auf, Robert. Unser Schularzt, der Sanitätsrat Hartwig, der hat eine große Praxis. Ich kann mir nicht denken, dass es ihm viel ausmacht, wenn er dich zu seinem Nachfolger für unsere Penne vorschläge. Das wäre keine ganz hässliche Beschäftigung. Also, abgemacht. Frage deinen ollen Sanitätsrat. Und wenn er mit dem Kopf schüttelt, dann hau ich hier weiter auf die Tasten. So viel steht nämlich fest. Bevor Martin, Johnny, Matthias, Uli und Sebastian ihr Abitur gemacht haben, gehe ich nicht aus meinem Schrebergarten raus. Ja, und ich nicht aus... Prachtkerne, nicht? Tja. Sie sollen leben. Und dass sie überall ihren Mann stehen. Prost. Prost. Der nächste Tag übertraf dann sämtliche Erwartungen. Um es gleich vorweg zu sagen, die Uraufführung klappte großartig. Der Nichtraucher saß in seinem blauen Anzug zwischen den Lehrern. Er war also zum Schularzt ernannt worden. Und dann kam auf einmal Johnny angefegt. Er hielt ein paar Päckchen in der Hand und verbeugte sich tief vor dem Nichtraucher. Raucher, ja, oder wie Sie sonst heißen mögen. Der Martin, der Uli, der Matthias und der Sebastian hatten mir aufgetragen, Sie morgen am Heiligen Abend in Ihrem Eisenbahnwaggon zu bescheren. Im Nichtraucher. Gehören Sie ja auch schließlich äußerlich zu uns. Darum möchte ich Ihnen schon unsere Geschenke heute übergeben. Was? Ich danke dir, Johnny. Dir und deinen vier Freunden. Wenn der Pullover nicht passt, wir haben Umtausch ausgemacht. Der Zettel vom Geschäft liegt bei. Also dann, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Entschuldige, dass ich ein bisschen gerührt bin. Ich hoffe sogar, dass ihr auch ein bisschen gerührt seid. Sowas geht vorüber. Bei gebrochenen Beinen und bei Lungenentzündung bin ich ziemlich ungerührt, das werdet ihr noch merken. Das soll allerdings keine Aufforderung sein, sich die Beine zu brechen. Aber, um die Hauptsache nicht zu vergessen, der Johann Böck, euer Justus und ich haben manches gelernt. Hier auf der Schulbank und draußen im Leben. Und so will ich euch bitten, vergesst eure... Das klingt jetzt, wo ihr noch Kinder seid, recht überflüssig. Aber es ist nicht überflüssig, glaubt es uns. Wir sind älter geworden und trotzdem jung geblieben. Wir wissen Bescheid. Nicht wahr, Justus? Ja. Ich danke dir, Nichtraucher. Der 24. Dezember begann im Johann-Sigismund-Gymnasium mit einem Höllenspektakel. Die Jungen rannten Treppen hinauf und herunter. Später wimmelte es auf dem Bahnhof von Gymnasiasten. Dagegen
wirkte das Schulhaus am Nachmittag wie ausgestorben. Dr. Böck, der den heiligen Abend mit dem Nichtraucher im Eisenbahnwagen verleben wollte, kehrte mit vielen zurück. Er stutzte, als er im Schnee die Abdrücke von ein paar Knabenschuhen entdeckte. Wer lief um diese Zeit allein im Park herum? Er folgte den Spuren und sah sich plötzlich einem Jungen gegenüber. Du, Martin, was machst du denn hier? Ich wollte alleine sein. Aha, dann entschuldige die Störung. Das heißt, eine Frage musst du mir... Sag mal, warum hast du gestern früh so saumäßig schlecht gelesen? Hm? Ich habe an was anderes gedacht. So, woran denn? An Weihnachten? Jawohl, Herr Doktor. Na, besonders drauf zu freuen scheinst du dich ja nicht. Nicht besonders, Herr Doktor. Wann fährst du denn heim mit dem Nachmittagszug? Ich fahre gar nicht nach Hause. Wollen deine Eltern nicht, dass du kommst? Und du, willst du nicht? Doch. Ich will auch. Ja, zum Donnerwetter, was soll denn das heißen? Sie wollen, du willst, trotzdem bleibst du hier. Woran liegt das denn? Das würde ich lieber nicht sagen. Martin, hast du etwa kein Fahrgeld? Na, komm, red schon. Was kostet der Spaß? 8 Mark. 8 Mark. Komm mal, hier hast du 20 Mark. Das reicht doch für die Heimfahrt und für die Rückreise. Das kann ich doch nicht annehmen, Herr Doktor. Willst du wohl folgen, du Lümmel, du? Ich habe aber selber noch 3 Mark. Und deinen Eltern willst du gar nicht schenken? Doch, Mann, aber... Das siehst du wohl. Vielen Dank, Herr Doktor. Aber ich weiß nicht, wann ich Ihnen das Geld zurückgeben kann. Hoffentlich finde ich Ostern einen Sextaner, dem ich Nachhilfeunterricht geben kann. Hat es so lange noch Zeit? Wenn ich dir am heiligen Arke, dürfte es mir gar nicht wiedergeben. Danke, Herr Doktor. So, und nun gute Reise, Martin. Und grüß deine Eltern von mir. Danke, Herr Doktor. Bevor Martin zum Bahnhof ging, kaufte er in der Stadt noch ein Kissen Vater und ein paar warme, gestrickte Pantoffeln für die Mutter. Und am heiligen Abend gegen 20 Uhr begann es zu schneien. Auch in Hermsdorf. Und plötzlich sah er vom Himmel eine Sternschnuppe fallen. Wusste Martin, dass er sich jetzt in diesem Augenblick etwas wünschen konnte. Ich wünsche meiner Mutter und meinem Vater, dem Justus und dem Nichtraucher, Johnny und Mats und Uli und Sebastian, das im Leben haben mögen. Und mir wünsche ich's auch. Das war nun zwar ein ziemlich langer Wunsch, aber er hatte trotzdem berechtigte Aussichten auf Erfüllung, denn Martin hatte während die Sternschnuppe kein Wort gesprochen. Außerdem ist es der beste Schluss, den eine Geschichte haben kann. Oder seid ihr anderer Ansicht?